Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen heute zu einer neuen Folge. Und heute geht es mal um die Isolierung des Daches vom Volvo P245. In einer der letzten Folgen ging es ja schon mal darum, den Dachhimmel auszubauen und zu reinigen. Und heute gehen wir einen Schritt weiter, denn wir wollen das Dach gleich noch dämmen, weil im Winter wird es immer recht kalt von oben und im Sommer recht warm. Und wenn es regnet, dann hört sich das an wie, ja, als wenn Regentropfen auf dem Blechdach tropfen und da keine Isolierung drin ist, beziehungsweise Dämmung drin ist. Und von daher möchte ich das gerne ganz einfach mal abwenden, indem ich halt das Dach isoliere. Ja, was ist vorher drin? Wenn wir den Dachhimmel ausbauen, sieht es so aus wie hier auf diesem Bild. Wir haben hier die Felder, die halt gedämmt sind, einfach nur gegen Vibration. Und zwar mit diesen Betonplatten, die da dran kleben. Und wie ihr es schon seht, an den Kanten hier, die hängen alle irgendwie so ein bisschen runter. Das klebt hier nicht mehr richtig. Überall löst sich schon so ein bisschen was ab. Und ja, das sieht man halt auch durch den Dachhimmel drücken. Und insofern möchte ich da jetzt halt mal für Abhilfe schaffen, indem wir diese Teile hier einfach erstmal ja, ausbauen bzw. abziehen und dann für Ersatz sorgen. Und was für einen Ersatz ich da nehme, das ist ganz einfach gesagt ein Extremisolator. Der sieht so zusammengerollt aus. Das ist die Rückseite, die Klebeseite. Da ist jetzt noch eine Schutzfolie drauf, dieses weiße. Und das ist halt die Seite, die dann halt in den Innenraum reinragen wird, sozusagen, wenn man den Dachhimmel nicht dran hat. Also was man jetzt von hier unten sehen würde. So, als erstes muss jedoch, den Dachhimmel haben wir ja schon ausgebaut. Müssen erstmal diese ganzen alten Matten hier raus. Und das geht am besten, wenn ihr das Auto in die Sonne stellt. Dann fallen die Dinger praktisch von alleine ab. Dann braucht ihr dann nur dran ziehen. Und ansonsten, das Zeug klebt wirklich noch recht gut an den anderen Stellen. Hier sieht man auch teilweise, dass da Luftblasen drin sind. Die haben das nicht richtig angepasst ans Dach, nicht richtig ausgestrichen. Und dann bilden sich halt Luftblasen, die auch gefährlich werden können. Wenn sich da nämlich Kondenswasser drin bildet, kann es durchaus dazu führen, wenn das Dach an der Stelle vielleicht nicht ganz dicht lackiert ist, dass es da anfängt zu gammeln. Und das wollen wir auch nicht haben. Das ist auch gleich der erste Hinweis, wenn ihr halt diese Isolatoren da reinklebt, die wirklich ordentlich anzudrücken. Und ich habe dafür einen einfachen Tapetenroller genommen, wo ihr halt die Tapetennähte mit andrückt. Die gibt es auch ein bisschen größer, aus Silikon sind die, glaube ich. Da kann man das wunderbar mitmachen. Und doch als erstes mal diese Matte, wenn ich die jetzt hier sehe, diesen Isolator, das ist geschlossenporiger PET, also so ein Zeug, woraus die Getränkeflaschen hergestellt werden. Und hier ist es halt so wie eine Yogamatte. Also Yogamatten sind aus demselben Material hergestellt, nur etwas dicker. Diese Stärke hier, das ist 1 cm, also 10 mm von den Maßen her, 1 m in der Breite und 2 m in der Länge, also 2 m². Jetzt könnte man sich vorstellen, bei diesem riesengroßen Auto wird das nicht lange reichen, aber weit gefehlt. Denn das reicht tatsächlich komplett für das ganze Dach. Und ich blende hier gerade nochmal so die Internetseite ein, wo ich das her habe. Hier, beziehungsweise ich habe es im Handel gekauft, im Caravanhandel kriegt man das, also Camping-Ausstatter, wo man halt ja alles Mögliche zum Ausbau eines Wohnmobils, Wohnwagens, wie auch immer herbekommt. Da bekommt ihr auch diese Extremisolatoren. Ich habe hier einfach mal aufgelistet, was es denn auch für Stärken gibt. Also sind unterschiedlich. Ich habe in einem späteren Video verwende ich auch nochmal eine andere. Und die gibt es selbstklebend oder aber auch nicht klebend, also ohne Klebstoff, dass man sie einfach nur so verlegen kann. Und vom Preis her, also das ist ein altes Bild, nagelt mich jetzt nicht auf den Preis fest. Das ist dann schon möglich, dass das ja, vielleicht doch etwas günstiger geworden ist.
Ja, das sind jedenfalls diese Matten, die ich dafür verwende. Und ich habe mir vorher ausgerechnet, wie dann die Abstände hier zwischen den Querstreben sind. Also das Dach ist ja hier mit Querstreben verstärkt. Da habe ich mir halt erstmal die Abstände zwischen den Querstreben ausgemessen, weil die Breite ist genau 1 Meter, da braucht er nicht großartig nachmessen. Und das sind ganze, sind es 4 Felder? Ja, es sind 4 Felder, müssten das sein. Und das Einzige, wo ihr dann noch ein bisschen drauf achten müsst, hier vorne oder beziehungsweise generell an den Seiten, das versuche ich gleich nochmal einzublenden, wenn ihr diese Matten verklebt, dann ist es so, dass, jetzt will ich das mal zeigen, hier wird der Dachhimmel mit diesen Kederleisten eingehakt. Da kommt ihr sowieso nicht ran, weil die Isolatoren, die sitzen da drüber. Und das, was interessant ist, ist halt hier vorne diese Ecke und beziehungsweise diese Rundung. Hier geht ja so das Dach ein bisschen nach hinten rein. Und das, was ihr hier an den Seiten seht, hier oben über den Kantenschutz. Leisten, die hier aufgebracht sind, da werden die Querstreben, also diese Querspangen vom Dach eingehakt. Und das heißt, ihr dürft nicht zu weit in diese Ecken reinkommen mit dem Isolator, weil sonst könnte es echt eng werden. Also von der Breite her passt so ein Isolator genau zwischen beiden Seiten, also links und rechts vom Dach rein, also von diesen Führungen, sage ich mal. Und das Einzige, wo ihr halt schnippeln müsst, und das ist ein bisschen frickelig, das ist hier vorne, weil hier geht es sehr rund zu und dann halt auch ein wenig knifflig, dann auch noch ein bisschen gewölbt das Dach. Also ihr habt da so gegenläufige Bewegung, da muss man so ein bisschen die Ecken rund schneiden und auch ein bisschen ausspannen, dann passt das da auch ganz gut rein. Wenn man das jetzt alles angepasst hat, dann funktioniert das eigentlich ganz gut. Also man kann immer genau hier an so einer Querstrebe anfangen. Und ich habe es halt immer von links nach rechts oder von rechts nach links, ist ja egal. Dann das Klebeband so ein bisschen abgezogen, also diesen Klebeschutzfilm, und habe das dann angepresst und vorher halt erstmal geguckt, wie weit muss ich nach links und rechts gehen, und habe das dann einfach so mit einer Hand fixiert und mit der anderen dann halt diese Folie abgezogen, um das erstmal so ein Stückchen festzukleben. Und dann kann man wirklich das Ganze abziehen und wie so ein Film halt auflegen. Und da habe ich dann halt, wie gesagt, immer diesen Tapetenroller genommen, damit man das ordentlich anpressen kann. Ja, hier diese Ecke meine ich halt, das ist vorne so ein bisschen doof gemacht. Also, was heißt doof gemacht? Also, das ist halt ein bisschen schwierig, das hier reinzukriegen, weil es halt das Dach hier einmal eine Kurve macht und dann fällt es hier auch noch runter, sozusagen zur Seite. Ja, da muss man so ein bisschen was schnippeln. Aber ansonsten sind das gerade Bahnen, die man da reinsetzt. Und das funktioniert total easy. Wenn ihr jetzt schon mal den Dachhimmel draußen habt, wo ich noch mal darauf hinweisen will, hier sind ja diese Kunststoffleisten angebracht an den Querstreben und die sind mit diesen komischen, ja, ich nenne mal, sag mal so Kunststoffdübeln festgemacht. Diese Knöpfe, die man halt reindrücken muss, diese verschiedene mehrere Zähnchen dran haben. Wenn ihr das eh schon unten habt, dann geht einfach mal irgendwie mit, was ich, mit einer Knarrenverlängerung oder Ratschenverlängerung vielmehr bei und drückt da mal drauf, drückt die richtig rein. Das macht bestimmt noch ein, zwei Mal Knack bei den meisten. Also bei mir waren sie fast alle lose und das hat auch immer ganz schön geklappert. Und das sorgt dann auch mal ein bisschen für Ruhe. Also nicht nur die Isolation da oben drauf, sondern halt auch, wenn man diese Teile hier mal festmacht. Ja, wenn ihr dann halt das Ganze eingeklebt habt, dann wird das Ganze halt ja, so aussehen im Großen und Ganzen. Es ist halt wirklich alles links und rechts halt, wie gesagt, kann man das ein bisschen reinstecken. Hier vorne sieht man, dass halt die Bahn wirklich genau 1 Meter breit ist. Da braucht man nicht schneiden, das ist wunderbar. Aber hier vorne verjüngt sich das so ein bisschen, geht dann halt in die Neigung und in die Kurve rein. Da muss man so ein bisschen was schneiden. Das muss aber auch nicht schön aussehen, weil es soll ja im Endeffekt halt nur dämmen. Hinten ist bei mir im Laderaumbereich noch das Problem gewesen. Ich habe da eine Dachantenne drauf und das musste ich dann halt ausschneiden. Und hinten ist es so ein bisschen tricky mit der Heckklappen- oder Laderaumbeleuchtung, weil die ragt ein wenig
in den Innenraum rein. Das sieht man jetzt hier auf diesem Bild nicht. Das muss man jedenfalls so ein bisschen ausschneiden, wo die Halteplatte von dieser Laderaumbeleuchtung ist. Und hier sieht man auch, da habe ich so einen ausgeschnitten für die Dachantenne. Und dann habe ich hier einfach so ein Stück ausgeschnitten. Das ist das Einzige. Aber wie gesagt, man sieht es nicht. Man muss da halt wirklich nur das so ein bisschen ausschneiden und es soll halt dämmen. Da kommt dann halt sozusagen der Vorhang drüber in Form vom Dachhimmel. Ja, das ist eigentlich so die kurze Anleitung gewesen, was ich gemacht habe, um den Dachhimmel halt zu isolieren. Und damit es dann halt dementsprechend so aussieht. Was ich noch nebenbei gemacht habe, das ist aber eine Sache, könnt ihr machen, müsst ihr nicht machen. Die Beleuchtung, die Innenraumbeleuchtung ist beim Volvo halt wirklich, ja, kommt eigentlich dem Kriegszustand gleich. Bitte kein Licht anmachen, damit der Gegner uns nicht sieht. Ich habe diese Lafetten ausgetauscht gegen LED-Lafetten und ich muss euch sagen, das Hertha-Stadion ist dagegen ein Scheißdreck, so hell wie das damit mal drin ist. Und ich habe noch eins gemacht, ich habe im Anschluss daran die beiden Lampen vorne und hinten miteinander verbunden. Das heißt, geht jetzt eine Tür auf oder wird die Zentralverriegelung geöffnet, gehen halt beide Lampen an. Insofern sieht man hinten auch etwas und nicht nur vorne zwischen den Sitzen. Und das ist wirklich sehr angenehm. Also egal, ob ich jetzt Heckklappe aufmache oder vorne eine von den vier Türen, es geht halt immer die komplette Innenraumbeleuchtung an. Und das ist wirklich sehr angenehm, weil das Licht auch unwahrscheinlich stark ist. Und was ich noch gemacht habe beim Einsetzen, da suche ich jetzt gerade nochmal das Bild raus. Irgendwo hatte ich das. Hier sieht man es so schön. Das ist jetzt die Heckklappenbeleuchtung, also die Laderaumbeleuchtung. Hier sieht man auch, was ich aussparen musste von dem Isolator so ein bisschen. Bis dahin ging er halt und da ist jetzt halt das, was ich gemacht habe, die normale Lafette in Form einer Glühlampe, also mit Glühfaden drin, die strahlt ja ringsrum ab. Das ist ja total egal. Dieses Ding ist aber eher so wie ein Spot gehalten. Und ich habe diese LED-Lafette einfach ein wenig nach vorne gedreht, sodass sie dann wirklich den Innenraum beleuchtet. Also dass sie dann mehr nach vorne strahlt in den kompletten Laderaum sozusagen Richtung Rücksitzbank. Und das hat sich wirklich sehr bezahlt gemacht, weil es halt wirklich, man sieht es hier schon, es ist draußen taghell und man sieht trotzdem das Licht. Das würde mit dieser normalen Glühlampen-Lafette würde man da so ein kleines Schlummerlicht sehen sozusagen. Das ist halt hier nicht mehr der Fall. Und die Dinger kosten mittlerweile auch nicht mehr viel. Ich habe da noch ein bisschen mehr Geld für ausgegeben. Das habe ich halt schon vor ein paar Jahren gemacht. Aber mittlerweile gibt es die ja wirklich im Kraftfahrzeugzubehör, kann man die kaufen. Ihr müsst nur gucken, was für Lafetten drin sind. Es gibt ja irgendwie 5 oder 6 verschiedene Größen, wenn nicht sogar noch mehr. Und Die müsst ihr mal nachgucken, was in der Betriebsanleitung drin steht. Wobei moderne Autos, also es funktioniert halt bei älteren Autos, moderne Autos haben ja dann, ich glaube, teilweise so Halogen-Glühlampen, die reingesteckt werden und was es nicht mittlerweile alles für Lampentechnik im Innenraum gibt, ist schon Wahnsinn. Aber diese Dinger sind hier echt absolut Gold wert. Da hat sich die Investition komplett gelohnt für diese Teile und sie sind wirklich nicht teuer. Also ich habe da, glaube ich, pro Stück, sage ich mal, 3 € bezahlt oder 4 € und es funktioniert wirklich super. Wenn man sich eine Glühfadenlafette kauft, dann kostet so ein Teil irgendwie 50 Cent oder so und man sieht nichts. Das nächste oder der Abschluss, der jetzt noch kommt, ist dann halt wieder, dass wir den Dachhimmel einbauen müssen und das ist dann ein wenig komplizierter, weil wir haben ja beim Ausbau hinten angefangen, jetzt müssen wir vorne anfangen. Warum müssen wir vorne anfangen? Das ist ganz einfach. Wir haben vorne die meisten Accessoires oder beziehungsweise Einbauteile, die noch angebracht werden müssen, also zur Orientierung. Wir haben vorne 2 Sonnenblenden, den Innenraumrückspiegel und oder den Innenrückspiegel und den Haltegriff auf der Beifahrerseite. Das sind alles Fixpunkte, an die wir uns halten müssen, damit das Ganze dann auch passt. Hinten hätten wir, wenn wir jetzt an der Heckklappe anfangen würden, hätten wir nur die Laderaumbeleuchtung als Anhaltspunkt.
Es ist einfach von vorne nach hinten gehend besser. Und ihr fangt erstmal damit an, dass ihr hier vorne die erste Querstrebe, also diesen ersten Spannbügel einhakt, der halt hier drüber eingehakt wird oder eingefädelt wird. Dann schiebt ihr das Ganze so ein bisschen einen Ticken nach vorne und fangt dann vorne an der Windschutzscheibe an, das Ganze wieder einzufädeln. Also hier sehen wir halt, hier kommt die Sonnenblende ran und hier vorne wäre dann halt der nächste Anschlagpunkt. Hier sieht man es halt, hier kommt die Sonnenblende ran, hier kommt sie ran, hier ist halt der Drehpunkt und hier halt auf der Fahrerseite bzw. Beifahrerseite halt die Haltegriffe. Und ihr fangt halt an, das wird hier hinter eingefädelt, da wo jetzt mein Pfeil gerade lang geht, da wird halt der Himmel eingefädelt mit dieser Kederleiste. Und dann fangt ihr von vorne an, setzt dann erstmal die Punkte so oder den Dachhimmel so an, dass die Punkte übereinstimmen und dass ihr dann halt diese Punkte als ja, Orientierung nimmt dafür, dass der Himmel gerade eingesetzt ist. Ihr könnt dann theoretisch auch schon vorne anfangen, was festzuschrauben. Das habe ich aber nicht gemacht. Ich bin dann weitergegangen, halt Fach für Fach, also zwischen den Streben immer weiter die Querspangen einzufädeln und dann halt den Dachhimmel nachzuspannen, weil dann kann man nämlich noch ein bisschen nachjustieren. Und das funktioniert dann wirklich hervorragend. Die letzte Spannung, die halt im Dachhimmel fehlt, kommt wirklich erst von den Haltegriffen, von den Sonnenblenden, von dem Spiegel oder aber, wenn ihr, wie ich das habe, hinten im Laderaum ein Laderaumgitter habt, dann kommen ja auch diese Beschläge hier mit dran und das sorgt dann halt auch dafür, dass die letzte Spannung dann halt noch in den Dachhimmel mit reinkommt. Wenn ihr das Ganze dann drin habt, dann sollte das eigentlich richtig cool aussehen. Mit einem frisch geputzten und ja, wieder eingezogenen Dachhimmel mit einer wunderschönen Beleuchtung. Und ja, das ist dann auch schon sozusagen die Dämmung und an die Dämmung des Daches und der Einbau des Dachhimmels, des frisch geputzten wohlgemerkt. Warum habe ich das Ganze gemacht? Ist halt oder Dachhimmel mit der Isolierung des Daches. Ich wollte ganz einfach im Winter einen warmen Kopf behalten, im Sommer sollte er kühl bleiben und ich wollte nicht immer das Trommelkonzert auf dem Blechdach haben, wenn es immer anfängt zu regnen. Das wollte ich mir gerne mal ersparen und von daher habe ich das halt gemacht, dass ich diesen externen Isolator eingebaut habe. Und das kann man wirklich, also ihr habt es ja gesehen, es kostet Pi mal Daumen 20 Euro, der Rest ist eure Zeit, die ihr braucht, um besser als zu Hause rumzusitzen und zu warten, bis der Weihnachtsmann kommt oder die Mutti jetzt aus der Küche zurückkommt und mit einem Christstollen fertig geworden ist. Da könnt ihr in der Zeit mal eben ratzfatz den Dachhimmel oder vielmehr das Dach isolieren. Geht halt total easy. Ja, das soll es gewesen sein für heute, für dieses kleine kurze Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Mal. Schönen Tag, schönen Abend, wie auch immer, wenn ihr dieses Video seht. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.